Hallo meine Lieben, heute habe ich eine kleine Box mit einem Sichtfenster für euch und wie ihr das Ganze machen könnt, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine süße kleine Box mit einem Sichtfenster und einem Bellyband, wo man das einfach wegnehmen kann und dann die Box öffnen kann und eben hier ihr so ein Sichtfenster habt. Und wie ihr sowas machen könnt, das gucken wir uns gleich an. Für diese Box braucht ihr folgendes: ein Stück Papier, was 22 cm x 15 cm ist. Dann noch eines, was 6,8 x 6,8 cm ist und dann noch ein Stück Plastik, um dieses Sichtfenster zu bilden, das auch 6,8 cm x 6,8 cm. Dann werde ich eine Bordüre machen, die ist 2 cm hoch und einfach genug lang, um das dann um die Box herum zu binden. Und dann habe ich hier mit diesem Stanzset einen Streifen ausgestanzt und mit diesem Stempelset hier das Happy Birthday draufgebracht. Weiter braucht ihr, um dieses Sichtfenster auszustanzen, eine Stanzform. Ich werde hier diese wählen. Die ist aus diesem Stanzset. Da könnt ihr aber auch ein ganz normales Viereck nehmen oder einen Kreis, ein Sternenherz, was auch immer ihr gerne hättet als Form für dieses Sichtfenster. Des Weiteren habe ich mit dieser 2,5er Stanze einen weißen Taler ausgestanzt und den quasi als Vorlage verwendet, um hier dieses Seidenpapier zu schneiden. Das heißt, ich habe mit der Schere dann entlang dieses Talers geschnitten, weil mit dem Seidenpapier, das funktioniert nicht hier mit dieser Stanzform. Das verhakt sich und dann könnt ihr die fast nicht mehr öffnen. Von dem her macht es am besten so mit dieser Vorlage und dann brauchen wir hier noch ein Brett, um diese Blume dann oben drauf zu machen. Es muss nicht zwingend Seidenpapier sein. Ich habe einfach gemerkt, dass das fast am besten funktioniert ist, weil es muss etwas sein, was sich zerknödeln lässt. Also ihr könnt auch ein ganz, ganz dünnes Papier nehmen. So, das ist das und jetzt kümmern wir uns zuerst um die Basisbox. Da nehme ich das Falzbrett und dann mache ich es so, also wenn euer Motivpapier eine Richtung hat, dann müsstet ihr hier, das ist meine Unterseite, das heißt das Muster geht so, quasi ich würde es so angucken, ich fange hier an der Unterseite an zu falzen. Und zwar einmal bei 2 cm hier drüben. Dann drehe ich es um, falze bei 9 cm, das heißt, ich lege hier bei 9 cm an, dann noch bei 11 cm. Dann lasse ich das gleich so und falze hier drüben bei 2 cm. Drehe es um. Und hier drüben noch bei 4 cm. Dann noch die lange Seite. Da machen wir jeweils 2 cm und 4 cm. Das heißt, ich lege hier drüben an bei 2 cm. Und dann drehe ich das um und falze hier drüben bei 4 cm. Dann hier drüben bei 2 cm. Und nochmal umdrehen. Und hier drüben bei 4 cm. Dann ziehe ich hier die ganzen Falzlinien nach. Ja,
Jetzt können wir schneiden. Und ihr seht, ich habe hier unten einen Bereich, wo ich zwei Falzlinien habe und hier nur einen. Und hier oben fangen wir an mit Schneiden. Da geht ihr, also da schneidet ihr, das wird eure Klebelasche, von dem ihr schneidet, ihr hier rein und hier rein. Und hier könnt ihr auch gleich runterschneiden, und zwar bis hier zu dieser zweiten Falzlinie. Das heißt, diesen Teil hier brauchen wir nicht. Dasselbe auch auf der anderen Seite, hier einmal einschneiden bis zur ersten Falzlinie und hier runter bis hier auch zu dieser mittleren zweiten Falzlinie, und dann könnt ihr das abschneiden. Diese beiden könnt ihr anschrägen. Und die hier lasst ihr gerade. Dann kommen wir hier in die Mitte. Da schneidet ihr ganz einfach noch diesen zweiten Teil auch rein. Und auch von der Seite einfach bis in diese Falzlinie rein. Dann habt ihr hier eine Klebelasche. Und hier müsst ihr es so machen, also hier könnt ihr auf der Seite, könnt ihr es anschrägen, und hier müssen wir 1 Millimeter zurückschneiden, und ihr seht dann auch warum. Das heißt, ich habe hier jetzt einfach so einen kleinen Spalt rausgeschnitten. Dasselbe auf der anderen Seite, das heißt die untere reinschneiden. Auch die reinschneiden. Die untere könnt ihr anschrägen. Und die obere um 1 Millimeter zurückschneiden. So, dann hier. Jetzt drehen wir es ganz um, das heißt, hier oben haben wir jetzt schon geschnitten. Jetzt kümmern wir uns um den unteren Teil. Da schneidet ihr hier bis zur zweiten Falzlinie rein. Dasselbe auch hier drüben. Dann auch auf der Seite. Und hier. Diese Lasche hier könnt ihr bis zur ersten Falzlinie anschrägen. Und hier den Teil, den äußeren Teil, könnt ihr die beiden Vierecke abschneiden, wenn es denn will. Und bei der zweiten nur das obere Viereck wegschneiden. Und dasselbe auf der Seite. Das heißt, beim äußeren beide Vierecke wegschneiden. Und beim zweiten nur das obere. Dann dieses äußere Teil könnt ihr auch anschrägen. Auf der Seite. Und hier müsst ihr auch ein kleines Stückchen wegschneiden auf der äußeren Seite, das heißt auch hier 1 Millimeter rein. Das rausschneiden
Die andere Seite könnt ihr nur anschrägen. Dann auch hier außen einen Millimeter wegschneiden. Und den inneren Teil anschrägen. Jetzt, warum haben wir hier die Teile gekürzt? Das ist ganz einfach so, wenn ihr die dann zusammenlegt, müssen sich diese Teile gut umlegen können. Und da sind ja vorher diese Klebelaschen drin. Wenn ihr die nicht anschrägt, dann habt ihr Mühe, das Ganze hier umzulegen. Was ihr jetzt auch noch kontrollieren könnt in diesem unteren Bereich, lassen sich diese Laschen gut umlegen und das steht dann gerade. Bei mir ist überall, es hat hier so ein bisschen Widerstand und von dem her werde ich dieses und dieses nur um einen Millimeter kürzen. Warum haben wir das nicht schon von Anfang an gemacht? Naja, es geht halt einfacher für die Berechnung der Falzlinien mit diesen 2 und 4 Zentimeter, als wenn ich hier jetzt mit Millimeter noch abziehen müsste. Deshalb mache ich das jeweils so, dass ich nachträglich erst diesen Millimeter wegschneide. Das ist alles, was wir mit der Schere schneiden müssen. Jetzt habe ich das so vor mir, dass hier unten jeweils die doppelten Teile sind. Das heißt, das ist mein Deckel und da schneiden wir jetzt auch das Sichtfenster aus. Und damit da gleich beides miteinander schneiden kann und das dann auch wirklich passt, klebe ich das hier innen drinnen nur mit einem Streifen Snail kurz fest. Und ich fixiere das so ein bisschen, damit ich das mittig hier anbringen kann. Dann nehmen wir die Stanzform und bringen die hier mittig in dieses Quadrat. Und ich mache das jeweils so mit einem Klebestreifen fest, damit mir das nicht mehr verrutscht. Dann brauchen wir die Big Shot. Die Box sollte, wenn ihr die Classic habt, das reicht wirklich, dass es hier Platz drin hat. Und dann könnt ihr einfach die kurz reinkurbeln. Ich gehe einmal vor und einmal zurück, nur in diesem Bereich. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon wieder lösen. Und dann habt ihr hier wunderbar euer Sichtfenster. Hier von diesem Element brauchen wir effektiv nur den Rahmen, diesen geblumten Rahmen. Und jetzt machen wir auch das Sichtfenster fest. Das heißt, ich nehme hier mein Plastikstück und dann ein Doppelklebeband. Und das Doppelklebeband bringe ich hier rings um das Fenster an. Ich mache das jeweils so, wenn ich etwas mit Doppelklebeband festklebe, dass ich in der Regel erstmal einfach nur die Ecken anlöse und die so rausklappe. Weil dann könnt ihr das Element auch besser einfach zuerst nur platzieren. Voilà. Das heißt, ich nehme hier mein Sichtfenster und bringe das hier schön mittig an. Müsst halt gucken, dass es wirklich hier nirgendwo über diese Linien drüber geht, damit man die dann wunderbar noch einklappen kann. Und jetzt kann ich hier den Rest von diesem Abdeckband lösen.
Jetzt seht ihr auch, warum wir eine Abdeckung gemacht haben, weil so wäre das ja nicht wirklich schön. Von dem her bringen wir jetzt auch auf dieses Element das Doppelklebeband drauf. Und auch hier wieder dasselbe Spiel. Dann kann ich das hier wunderbar platzieren. Kurz gucken. Ich glaube, das war so. Einfach damit hier nichts von dem oberen Ausschnitt hervorguckt. Dann kann ich das so ein bisschen festdrücken an den Ecken und den Rest des Bandes lösen. Dann sehe ich weder von unten noch von oben irgendetwas von einem Klebeband. Und jetzt können wir die Box zusammenkleben. Da nehme ich einfach einen ganz normalen Zementitflüssigkleber und fange mal hier unten an. Und da müsst ihr jetzt so ein bisschen drauf achten, weil den Bereich, den wir jetzt zuerst kleben, das wird ja der untere Teil oder innere Teil der Box. Und deshalb guckt hier, dass ihr wirklich schön eng hier an diese Kante, nicht, dass es drüber geht, aber trotzdem schon schön eng hier an diese Kante das Ganze anlegen. Dann mit dem Falzbein feststreichen. Die andere Seite. Auch wirklich schön eng hier anlegen. Jetzt seht ihr auch, warum wir diese Kleeblaschen hier gekürzt haben. Das ist, damit das hier sich jetzt besser umlegen lässt. Aber zuerst machen wir hier noch diese beiden Laschen. Auch die schön eng anlegen. Selber auf der Seite. Warum sage ich eng anlegen? Weil per se ist ja der obere und untere Teil gleich groß. Trotzdem sollte ich den Deckel über die untere Box drüber stülpen können. Und deshalb gucke ich, dass ich beim unteren Teil der Box eben eher das sehr eng zusammenziehe. Und jetzt hier dann beim Deckel das dann eher ein bisschen lockerer mache. Aber jetzt machen wir zuerst hier diese Einklappteile. Das heißt, ich gebe hier auf den oberen Bereich Flüssigkleber drauf. Und klappt es dann so ein. Damit gebt ihr dem Ganzen Stabilität und ihr verdeckt quasi auch gleich die Klebelaschen. So, und jetzt habt ihr wunderbar eine schön stabile Box hier unten. Und was ich jetzt auch noch mache, ist hier diese beiden Ecken anzuschrägen, weil sonst hat man dann immer so Eselsohren. Und dann klappt hier die so vorne über. Und da müsste man ja, ne, das kommt jetzt quasi so drüber. Da könnt ihr einfach dem so ein bisschen helfen, damit sich das richtig legt. Und dann gebt ihr auf diese Klebelaschen Flüssigkleber drauf. Haltet die hier auf den Seiten fest und bringt quasi die obere Lasche runter. Warum mache ich das im geschlossenen Zustand? Einfach damit ich sicher sein kann, dass die da wirklich auch drüber passt. Drückt die so ein kleines bisschen fest.
Und dann öffne ich die wieder vorsichtig und drücke hier noch die Laschen fest. Da jetzt der äußere Rahmen gleich breit ist wie dieser, mache ich das jeweils so, dass ich hier mit einer 1,6er Stanze in die Mitte rein noch so einen Kreis einstanze. In der Regel mache ich das zuerst, bevor ich das Ganze zusammenklebe. Ich habe es ganz einfach vergessen, aber es reicht auch. Es geht einfach darum, dass ihr hier mit dem Finger rankommt, damit ihr das dann besser öffnen könnt. So, jetzt ist es so, wir haben die schon ein bisschen zurückgeschnitten, aber die stehen jetzt so ein kleines bisschen raus. Und ich mag das einfach nicht, wenn es das tut. Und deshalb werde ich hier genau eben diese Bordüre drum machen. Das heißt, ich nehme hier diese 2 cm Streifen, lege die so mittig auf die Box und dann falte ich die zuerst von der Seite runter und unten auch rein. Und dann immer gucken, dass es gerade liegt. Auf der anderen Seite auch reinklappen und runterklappen. Könnt ihr dem so ein bisschen helfen, damit ihr seht. Wo sich das einklappen muss und dann könnt ihr die, also ich mache das jeweils nicht mit einem Falzbein fest, einfach es wieder, also hat ein bisschen weniger Widerstand dann zum draufbringen und wieder runternehmen. So, jetzt lege ich die wieder drauf. Und dann habt ihr eben dieses zweite Stück, was jetzt hier so drauf kommt. Das heißt, ich gucke, wo ich Kleber anbringen kann. Ich habe hier ein kleines Stück, wo keiner drauf sollte, der Rest, da kann Kleber drauf. Dann mache ich auch bei diesem Streifen am Schluss. So. Jetzt sollte der hier drauf. Möglichst nicht an der Box ankleben. Das heißt, ich drücke hier mit den Fingern entgegen, damit sich das so ein bisschen von der Box abhebt. Dann drücke ich das so ein bisschen fest, ziehe das von der Box runter, schön vorsichtig, damit sich das nicht verschiebt. Und jetzt kann ich es effektiv festmachen. Wenn ihr jetzt merkt, hier hattet ihr zu wenig Kleber, dann könnt ihr immer noch hier so ein bisschen drunter gehen. Weil je besser das zusammenklebt, desto weniger wieder hakt es dann beim Drauf- und Trabnehmen ab der Box oder auf die Box. So. Und dann könnt ihr das Bellyband wieder auf die Box machen. So, dass es diesen oberen Teil bedeckt, aber nicht zu viel vom Sichtfenster versperrt. Aber trotzdem habt ihr hier oben diese Eselsohren, die es jeweils gibt, sind quasi weg. Und ich habe hier eine schön quadratische Box. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Verzierung drauf. Und da gucke ich einfach, das Element ist ein bisschen länger als die Box und ich mache hier einen ganz kleinen Abstand. Und schneide es hier auf der Seite zurück. Jetzt kümmern wir uns noch um die Blume und da gucke ich einfach, dass alle Teile schön übereinander liegen. Und gehe dann, nehme hier kurz dieses Tuch. In der Mitte von diesem Stapel mache ich ein Loch rein. Und dieses Loch ist ganz einfach dafür da, dass ich dann mit dem Brett durchkomme. Und
Jetzt könnt ihr diese einzelnen Elemente nehmen und die einfach so ein bisschen zerknüllen. Dann nehmt ihr jedes einzelne Teil, geht hier mit dem Brett durch die Mitte durch, dann haltet ihr das so fest und ihr macht quasi diese Bewegung. Nicht zu festziehen, weil es ist Seidenpapier, ne? Aber einfach, ihr formt es so quasi zu einem Trichter. Und das müsst ihr effektiv mit jedem Einzelnen machen, damit es dann ein Volumen kriegt. Dann könnt ihr testen, wie viele ihr braucht. Ihr könnt das, ich halte es hier unten und streiche das hier kurz so ein bisschen auf. Guck mir das an. Ich würde sagen, für mich reicht es. Dann gucke ich, wo ich das hier platzieren will. Ich muss hier auch noch ein Loch reinmachen. Dann stoßt ihr hier das einfach wirklich gut zusammen und gebt es hier durch dieses Label hindurch. Dann geht es darum, hier dieses Brett voneinander zu trennen. Das heißt, ich bin hier in die Mitte von der Blume, stoße hier entgegen und gehe hier mit dem Picking Tool rein und drücke das auf beide Seiten raus. Drehe das so ein bisschen so, damit ich sicher sein kann, dass es dahinter versteckt ist. Und jetzt könnt ihr das Ganze wieder so ein bisschen zurückformen. Und dieses Element könnt ihr jetzt hier noch aufs Bellyband drauf kleben. Et voilà. Fertig ist die Box mit einem Sichtfenster. Da könnt ihr das Bellyband so weit schieben, wie ihr das wollt. Zum Öffnen kann man das Ganze einfach wegnehmen und dann die Box öffnen. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button unten. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept away.